Herzlich willkommen zu den Slammy Awards für den Monat Februar. Der kürzeste Monat des Jahres muss hier natürlich auch vom Wrestling-Technischen her besprochen werden. Und von daher dachte ich mir, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, hole ich mir einen guten alten Greenscreen hier am Start. Der ist nicht immer für mich zugänglich, aber ich denke, das ist kein Thema. Und ich würde sagen, wir reden über Februar. Wir sind auf der Road to WrestleMania mittlerweile. Fastlane war der Februar-Pay-Per-View, der jetzt nicht unbedingt überzeugt hat, aber trotzdem fand ich den Februar als Monat nicht wirklich schlecht. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein mit den Top 5 Matches des Monats. Hier habe ich einmal das IC-Title Fatal 5-Way von Raw vom 15. Februar 2016. Das war dieses Match, wo sich Owens tatsächlich den IC-Title geholt hat. War sehr, sehr gut gemacht, das Match an sich. Hat mir super gefallen und einfach ein geiles Match. Es war auch eine super Sache hier, Ambrose den IC-Title zu nehmen, denn er hat ihn einfach auf der Road to WrestleMania jetzt nicht mehr gebraucht. Er hat bei Ambrose an Wert verloren, finde ich sogar. Und von daher hat man jetzt Owens hier wieder den Titel gegeben. Ambrose steht zwar nicht im Main Event jetzt von WrestleMania, aber hat eben auch in einem Match gegen Brock Lesnar jetzt sehr viele Chancen zu punkten. Und Lesnar gegen Ambrose mit dem IC-Title wäre scheiße gewesen, ohne IC-Title ist es super, beziehungsweise es wäre nicht scheiße gewesen mit IC-Title, aber ihr wisst sicherlich, was ich ausdrücken will. Ansonsten dann Platz 4, Samoa Joe gegen Sami Zayn von NXT vom 17.02.2015. Geiles Match um den Number One Contender Spot und da gab es ein kontroverses Finish. Nächsten Monat werde ich auf jeden Fall über das 2 out of 3 Force Match reden. Ich denke, das wird der Platz 1 werden, weil das muss einfach gut gewesen sein. Platz 3, Pentagon Junior gegen Prince Puma. Das war von irgendeiner Lucha Underground-Ausgabe, ich weiß gerade nicht welche, aber das ging 8 Minuten lang. Und diese 8 Minuten waren purer Genuss. Das war so unglaublich gut gerestet, technisch ganz, ganz groß. Und auch das Finish einfach nur geil. Pures, actionreiches ist, Wrestling hier, Lucha Libre und so weiter. Das war einfach genial. Prince Puma gegen Pentagon auf Platz 3. Auf Platz 2 Roman Reigns gegen Dean Ambrose gegen Brock Lesnar, der Main Event von Fastlane. Scheiß Ende mit Reigns, der hier gewonnen hat, aber trotzdem ein starkes Match für mich. Und auf Platz 1 AJ Styles gegen Chris Jericho von Fastlane. Das war ja für mich der Showstealer, für mich das beste Match des Abends. Grandiose Technik, mich hat es einfach richtig umgehauen, was die beiden hier gezeigt haben. Und es war vielleicht nicht so vom Tempo das, was man sich erwartet hat, aber mir hat es trotzdem sehr gut gefallen, auch mit den Sequenzen, die beiden eingebaut haben, war das schon auf jeden Fall ganz, ganz großes Kino. Der Wrestler des Monats wird viele von euch vielleicht wieder überraschen, aber für mich Dean Ambrose. Er kam von einer eher belanglosen Midcard-Stellung hin zum Main Event nach oben, hat jetzt ein Match gegen Brock Lesnar bei WrestleMania und geht immer weiter auf dieser Stufe auf dieser Treppe zum Erfolg. Denn, wie wir alle wissen, im Wrestling ist Erfolg keine Leiter, sondern eine Treppe, die man hochsteigen muss und oder es ist kein Aufzug, sondern eine Treppe, es sei denn, man heißt Roman Reigns. Ja, gut, Dean Ambrose für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Wrestler diesen Monat, hatte auch geile Matches und für mich der Wrestler des Monats. Segment des Monats war natürlich etwas, was uns alle sehr schockiert hat, denke ich, das Ende von Daniel Bryans Karriere und dann das Retirement-Segment, was er da hatte bei Raw am Ende. War natürlich ein starkes Segment, auch wenn es traurig war. Aber ich denke, weil es einfach so emotional war, war es für mich auch das Segment des Monats. Und das gönne ich auf jeden Fall Daniel Bryan auch, dass er hier diesen Slammy bekommt. Diva des Monats, Sasha Banks. Sie war präsent. Sie kam beim Rumble raus, war ab da an wieder aktiv. Sie hatte super Matches. Vor allem dieses eine Match gegen Naomi bei SmackDown möchte ich hervorheben, das viele vielleicht nicht gesehen haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Sie wurde als Bedrohung dargestellt und sie geht schnurstracks auf den Diva-Titel, auf den Diven-Titel zu. Von mir aus kann sie den auch gerne bei WrestleMania dann gegen Charlotte gewinnen. Sasha Banks, konstanter Aufbau, einfach eine ernstzunehmende Diva und für mich die Diva des Monats. Die Fehde des Monats ist für mich Chris Jericho gegen AJ Styles tatsächlich gewesen. Eine simple Fehde, aber eine geile Fehde. Sie war absolut interessant. Sie hat mir einfach von vorne bis hinten gefallen. Sie hatte einen logischen, guten Aufbau. Und es stand auch einfach, fand ich, das Wrestling im Vordergrund. Denn AJ Styles sollte sich bei Chris Jericho beweisen. Und das eben durchs Wrestling.
Und das hat er am Ende auch getan. Bei Fastlane gab es das Endmatch der beiden und das hat AJ Styles gewonnen. Fand ich einfach genial gemacht. Also insgesamt echt ein sehr, sehr starkes Match. Und die beiden hatten ja super Matches, also 3 Matches insgesamt in dieser Fehde. Das war einfach geil. Und die beiden haben auch in den Promos so gut zusammengearbeitet, dass ich sagen kann, das ist für mich die Fehde des Monats. Tag Team des Monats, New Day. Wobei die Tag Team Division ziemlich stagniert bzw. abflacht, kann man sagen. Es gibt keinen wirklichen krassen Gegner für New Day. Man hat jetzt bei Fastlane dieses Segment gebracht mit der League of Nations, aber ich will ehrlich gesagt nicht League of Nations gegen New Day bei WrestleMania sehen. Mal sehen, was wir da dann bekommen werden. Der Move des Monats, für mich ein neuer Move, der reingebracht wurde diesen Monat, und zwar der Calf Crusher von AJ Styles, mit dem er super viele Matches gewinnen konnte. Also ich glaube, er hat den Styles Clash bei Fastlane hat er gebracht. Und da kam Chris Jericho raus und mit dem Calf Crusher konnte er ihn dann besiegen. Ist ja der ehemalige Calf Killer und einfach eine coole Submission, wie er dann immer auch in diese Submission reinkommt, also reinrollt mit dem Bein und so weiter. Das ist schon sehr, sehr geil. Und für mich die Submission des Monats, beziehungsweise auch der Move des Monats natürlich. Manager des Monats, Heyman, braucht man nicht viel sagen, ist auch im Endeffekt der einzige. Schock des Monats eindeutig der Shane McMahon Return, genau. Wow, einfach grandios. Unglaublicher Moment, die Musik, Here Comes the Money, und dann kommt einfach pures Geld da rausgelaufen, ja. Shane McMahon, der Boss, absolut genialer Typ, wurde aufgefasst wie eine Legende von der Crowd, zu Recht. Er ist ja sehr unterschätzt und hat auch super Sachen geleistet in der Vergangenheit, in seiner Karriere. Für mich einfach der Schock des Monats, Shane hier zu sehen, komplett unerwartet. Auch die Newsseiten haben hier nichts gespoilert und wussten nichts davon. Keiner hatte das erwartet und einfach geil. Show des Monats, für mich Lucha Underground vom 17.02.2016. Das war die 4. Episode der 2. Staffel und für mich bisher die beste Show der 2. Staffel von Lucha. Also hat mir sehr gut gefallen. Diese Episode war ja auch die mit Puma und Pentagon mit dem geilen Match da. An sich war es einfach eine coole Episode und eine coole Show. Für mich auch die beste Show des Monats vom Unterhaltungsfaktor. Sie war jetzt zwar nur 40 Minuten lang, sag ich mal, aber diese 40 Minuten haben mich insgesamt mehr unterhalten als 2 Stunden Fastlane. Wenn man 3 Stunden Fastlane auf 40 Minuten gekürzt hätte, hätte es mich wahrscheinlich mehr unterhalten als die Lucha Underground Episode. Aber im Endeffekt, wenn man Lucha Underground jetzt nimmt, hat die Show mich insgesamt kompakt mehr unterhalten als Fastlane. Crowd des Monats, die Detroit Raw Crowd war das für mich, die auch Shane McMahon so herzlich empfangen hat. Einfach super und auch allgemein geile Reaktionen gezeigt. Reigns natürlich ausgebucht, wie das sein muss. Und an sich war die Detroit Crowd für mich die beste Crowd diesen Monat. Jetzt sage ich nochmal kurz was zum Perkics WWE Common Championship. Es war diesen Monat so und auch die letzten Monate schon, dass viele wirklich gute Kommentare geschrieben haben, aber ich diese nicht gesehen habe, weil sie irgendwie im Spam-Ordner gelandet sind. Und die YouTuber unter euch wissen sicherlich, dass der Spam-Ordner, wenn ich da jeden Tag 200 Nachrichten reinbekomme, sehr unübersichtlich aussieht. Tut mir leid. Ich habe auch zum Beispiel vom Comment Champion S04 Fans04 nur wenige Kommentare erhalten. Er hat ja wieder saugeile Comments geschrieben, aber ich konnte echt nicht alle lesen, weil die im Spam-Ordner gelandet sind. Ich weiß nicht warum, es tut mir leid, aber an sich muss ich mal gucken, wie es mit der Comment Championship Division da weitergeht. Ich hoffe natürlich gut. Aber ich würde sagen, das war's zu den Slammies diesen Monat. Das sind die Kategorien. Schreibt mir mal rein, wie ihr das hier mit dem Greenscreen fandet. Und ihr habt sicherlich gemerkt, ich bin ja gerade draußen. Also dieser Greenscreen ist auch außerhalb des Hauses, ja, tatsächlich. Gut, ich würde sagen, das war's von mir. Schreibt mir gerne eure Kategorien, eure Slammies in die Comments. Und ich würde sagen, hoffen wir auf nicht mehr so viel Spam-Kommentare, dass es ein bisschen übersichtlicher wird, wenn Kommentare, die eigentlich kein Spam sind, als Spam markiert werden, ist das natürlich immer sehr, sehr schade. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat YouTube dann einen Bug oder so. Mal sehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.